Hey, ich bin Luca und in diesem Video teste ich für euch ein neues Flagship von LG, nämlich das LG G5. Ganz ehrlich, mittlerweile hätten sich die Hersteller mal andere Namen ausdenken können. LG, das vorherige, hieß G4. Beim iPhone genau dasselbe, aber nichtsdestotrotz, viel Spaß mit meinem Video zum LG G5. Als ich das G5 das erste Mal auf Bildern gesehen habe, dachte ich, Mann, ist das hässlich. Aber warum habe ich das gedacht? Aus dem einfachen Grund, dass ich so ein Design einfach noch nicht kannte. Als ich das Smartphone aber dann das erste Mal in die Hand genommen habe, fand ich es gar nicht mehr so hässlich. Denn das silberne Aluminium-Unibody-Gehäuse in Kombination mit dem schwarzen Glas sieht sogar echt schick aus und liegt auch super in der Hand. Die Lautstärketaste wandert von der Rückseite an die Geräteseite. Zurück bleibt die Standby-Taste mit integrierten Fingerabdrucksensor, der erstaunlich präzise funktioniert. In 9 von 10 Fällen entsperrt sich das G5 sofort. Das Display gehört auf jeden Fall zu den Stärken des G5. 5,3 Zoll und eine Quad-HD-Auflösung lassen das Display nur so im Vordergrund springen. Denn es ist wirklich verdammt, verdammt scharf. Die Farben sind originalgetreu und ja, es gibt nichts zu meckern. Vielleicht könnte es noch ein Ticken heller sein, aber das ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau. Die Schwarz- und Weißwerte sind bei Tag auch ziemlich gut. Da kommen wir auch schon zum Always-On-Display. Und ja, was ich sagen soll, es ist einfach ein Muss in jedem Handy. Es spart so viel Akku, wenn die Uhrzeit und die wichtigsten Benachrichtigungen direkt im Standby angezeigt werden. Was aber mit an Bord geblieben ist, sind zu einem der Infrarotblaster und mit der ihr die Fernbedienung steuern könnt und der SD-Kartenslot. Nice! Die Performance des LG G5 ist wirklich auf einem Top-Niveau. Alle Apps laufen flüssig und aufwendige Spiele ruckeln gar nicht. Respekt LG! Auf dem Smartphone läuft Android 6.0 Marshmallow. An sich ist es ja ein super Betriebssystem. Wäre da ich die nervige Benutzeroberfläche von LG drauf? Denn die ist nicht nur vom Design nicht besonders schön, nein, LG hat Funktionen wie Multi-Window einfach gestrichen. Warum? Auf der Rückseite finden wir noch 2 Kameras. Moment mal, 2 Kameras? Jupp, richtig gehört. Denn LG verbaut eine 16-Megapixel-Kamera und eine 8-Megapixel-Weitwinkelkamera. Fangen wir erstmal mit der normalen Kamera an. Sie nimmt gestochen scharfe Videos in 4K auf. Fotos werden in 16 Megapixeln aufgenommen und können sich bei guten Lichtbedingungen auf jeden Fall sehen lassen. Bei etwas schlechteren Bedingungen auch noch und im Lowlight auch, zwar nicht mit dem Automatikmodus, denn der dreht die Verschlusszeit so hoch, dass das Bild verwackelt. Wenn ihr beim manuellen Modus fotografiert, sieht das ganz anders aus, denn dort könnt ihr bis zur Schärfeverlagerung alles selber einstellen. Echt genial. So, dann kommen wir jetzt einmal zur Weitwinkelkamera. Alter Schwede, ich möchte sie auf keinen Fall mehr missen. Es ist einfach so praktisch, immer eine Weitwinkelkamera dabei zu haben. Denn die Bilder sehen gleich viel kreativer aus und man kriegt einfach viel mehr aufs Bild. Ich glaube, das ist so eine Funktion, die keiner wollte, die man aber trotzdem braucht. Die ganzen Features müssen natürlich auch genügend Akku mit sich bringen. Und das bringt das G5 auch. Um genau zu sein, 2800 mAh. Damit kommt ihr locker über einen Tag. Wenn ihr das Handy nicht im Dauerbetrieb habt, sogar locker über 2. Und falls der Akku dann doch mal schlapp macht, könnt ihr es einfach in die Steckdose stecken, denn durch Turbocharging lädt das Handy sehr, sehr, sehr schnell auf. Das Beste im Akku ist aber, dass er austauschbar ist. Und zwar nicht so 0850 mäßig, nein, ihr könnt ihn austauschen, indem ihr an der Seite des G5 einen kleinen Knopf drückt, die Unterseite herauszieht und dann den Akku abknickt. Doch nicht nur ein Akku ist ersetzbar, sondern auch die Unterseite, und zwar durch Module. LG hat hier zwei im Sortiment, und zwar einmal ein HiFi Plus Modul von Bang & Olufsen und ein Camera Plus Modul. Auf ersteres komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das Camera Plus Modul ist eine Art Handgriff fürs G5 mit ein paar Funktionen, und zwar könnt ihr damit zoomen, Videos aufnehmen und Fotos knipsen. Als kleines Feature besitzt das Modul einen integrierten 1200 mAh Akku. Das heißt, ihr habt immer eine Art Powerbank mit dem Modul dabei. Als zweites Modul bietet LG dann noch das HiFi Plus Modul, welches den Sound deutlich verbessern soll. Einmal unter uns, ich trage das HiFi Plus Modul manchmal einfach nur so am Handy, weil ich finde, dass es sehr schön aussieht. Doch ist die ganze Sache mit den Modulen jetzt wirklich sinnvoll? Ja, schon, ich sage es mal so, es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber momentan sind es einfach nur noch kleine Spielereien, die keinen wirklichen Mehrwert bieten. Denn sind wir mal ehrlich, braucht man wirklich so einen Kameragriff? Nein, den braucht man nicht. Ich würde es viel cooler finden, wenn auch Drittanbieter nützliche Module fürs G5 herstellen. Also in meinen Augen ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung, der aber noch nicht angekommen ist.
mein Fazit zum LG G5 ist, es ist ein sehr geiles Smartphone, gerade auch mit der Weitwinkelkamera. Es ist einfach was Neumodisches, was man so in einem Smartphone noch nicht gesehen hat. Und ja, das ist für mich schon ein Kaufgrund, diese Weitwinkelkamera, da ich damit einfach so viele Spielereien anstellen konnte, coole Bilder, kreativ sein konnte. Und das ist ja die Hauptsache beim Fotografieren. Der manuelle Modus beim Fotos machen ist auch sehr geil. Leider funktioniert er beim Film nicht, aber beim Fotos machen ja. Und der ist cool. Es ist neue Technik drin. Ihr werdet immer auf dem neuesten Stand mit den Updates sein. Allerdings diese ganze Sache mit den Modulen, das regt mich ein bisschen auf. Denn es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung, wie ich schon gesagt hatte. Es ist so ein bisschen wie das Projekt Error, aber noch nicht zu Ende gedacht. Denn Drittanbieter könnten das benutzen. So viele könnten dafür Module herstellen. Das wäre so cool. Aber LG verwendet das Ganze eher als Werbezweck und mehr nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Man könnte da echt noch viel machen. Und ich bitte LG, dass sie da endlich bitte was draus machen und noch so viele neue Module entwickeln, die auch wirklich cool sind. Also ich bin aufs nächste G6 dann gespannt, ob das weitergeführt wird. Ich glaube eher nicht. Wie gesagt, es ist eher ein Werbezweck, aber das werden wir dann sehen. Ja, und das war's auch von diesem Review. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Über Feedback in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, bleibt abgefilmt. Ciao!